Ach ja, mal wieder ein Buch lesen. Fragment über Arteum. Über Arteum von Thors il Anselma. Die Insel Arteum ist die drittgrößte Insel des Somerset-Archipels, südlich des Dorfes Moridunum non in Potansa und westlich des auf dem Festland gelegenen Dorfes Runciabae. Sie ist von allem als Heimat des Psychikordens bekannt, der wahrscheinlich ältesten Ordensgemeinschaft Tamriels. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über die Psychik stammen aus dem 20. Jahr der ersten Ära und erzählen die Geschichte des berühmten und weisen Bretonen Vernet, der zur Insel Arteum reiste, um dort Lachesis, den Zeremonienmeister der Psychik, zu treffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Psychik die Berater der Könige und Befürworter der alten Wege, die sie von dem ursprünglich in Tamriel wohnenden Volk gelehrt bekommen hatten. Die alten Wege sind eine Philosophie, die auf Meditation und Studium beruht und die Kräfte der Natur an den persönlichen Willen binden soll. Sie haben ursprünglich nichts mit Magicka zu tun, der Effekt ist aber in etwa der gleiche. Daher ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass die Insel Arteum zu Beginn der zweiten Ära buchstäblich von den Küsten des Somerset-Insel verschwand, etwa zur gleichen Zeit, als die Magiergilde in Tamriel gegründet wurde. Verschiedene Historiker und Gelehrte haben Theorien darüber veröffentlicht, aber außer Lachesis und seinen Anhängern konnte anscheinend niemand Licht in diese Sache bringen. 500 Jahre vergingen und Arteum kehrte zurück. Die Psychik auf der Insel bestanden aus Personen, meist Elfen, die während der zweiten Ära verschwanden und für tot gehalten wurden. Sie konnten oder wollten keine Erklärungen zum Verbleib Arteums in dieser Zeit oder zum Schicksal Lachesis und des früheren Rats von Arteum abgeben. Arteum. Zurzeit werden die Psychik von Lehrmeister Selarus angeführt, der dem Rat von Arteum seit 250 Jahren vorsteht. Der Einfluss des Rates auf die Politik Tamriels schwankt. Die Könige der Somerset-Inseln, besonders die in Moridunon, fragen oft nach der Meinung der Psychik. Kaiser Urigel V. wurde in der ersten ruhmreichsten Zeit seiner Herrschaft sehr vom Rat beeinflusst. Dies war vor seinem katastrophalen Angriff auf Akavir. Es heißt, dass die Flotte König Orgum von Pyandunea von den vereinten Kräften des Kaisers Antiochus und des Psychikordens zerstört wurde. Die letzten vier Kaiser, Uriel VI., Morihata, Pelagius IV. Und Uriel VII. Waren so skeptisch gegenüber dem Psychik, dass sie in der Kaiserstadt keine Botschafter der Insel Arteum duldeten. Die Insel Arteum ist kartografisch schwer zu erfassen. Es heißt, dass sie ständig durch Zufall oder den Willen des Rates bewegt. Besuche sind auf dieser Insel so selten, dass man kaum je davon gehört hat. Wer einen Psychik treffen möchte, kann in Potansa und Runciabae und in vielen Königreichen der Somerset-Inseln Kontakt knüpfen. Wäre es besser erreichbar, wäre Arteum jedoch das bevorzugte Ziel von Reisenden. Ich war einmal auf der Insel und träume immer noch von den idyllischen Obstgärten und offenen Weiden, den still und ruhigen Lagunen, dunstigen Wäldern und der ehemaligen Architektur der Psychik, die wie ihre Umgebung überaus natürlich und wundervoll ist. Ich habe den Turm Sephora ganz besonders studiert, da er ein Relikt der Zivilisation ist, die noch um einige hundert Jahre älter ist als die der Hochelfen und immer noch für bestimmte Riten der Psychik genutzt wird. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück. Anmerkung des Herausgebers: Der Autor befindet sich zurzeit auf der Insel Arteum mit freundlicher Genehmigung von Meister Sargenius vom Rat von Arteum. Oh Mann, da will ich auch mal hin.